Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension. Ich habe weitergelesen eine Reihe, die ich letztes Jahr entdeckt habe, die ich großartig fand und die ich immer noch großartig finde. Und zwar habe ich den vierten Teil von Linda Castillo gelesen, Tödliche Wut. Ja, in diesem Band geht es wieder natürlich um die Amish-Gesellschaft. Das ist ja in jedem Band von Linda Castillo der Fall. Wir haben hier die Ausgangssituation, dass plötzlich junge amische Mädchen im zarten Alter zwischen 15 und 16 verschwinden. Und wir finden zwar Hinweise darauf, dass wir finden mal Blutflecken und mal eine Handtasche und, aber wir finden eigentlich keine Leiche. Daher die Frage, überleben sie? Finden wir irgendwie demnächst doch mal eine Leiche oder ist das Überleben deren vielleicht doch möglich? Und Kate Buchholder ist natürlich wieder die Ermittlerin, denn sie ist ja als Amische aufgewachsen, kennt sich also in der Welt der Amischen aus und als Vermittlerin zwischen der Polizei und sie ist ja eine Polizeichefin, ermittelt sie halt in diesem Fall. Und weil sie natürlich Amish-Deutsch spricht, weil sie ja, wie gesagt, da aufgewachsen ist, ist sie natürlich eine gute Ansprechpartnerin für die amischen Gemeinde, die ja eigentlich jedem misstraut, der nicht in dieser Gesellschaft drin ist. Ich habe euch das Cover eingeblendet, weil ich das Buch aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Ich habe selber die Reihe nicht zu Hause. Ich liebäugle tatsächlich damit, mir die Reihe vielleicht doch zuzulegen und sie schön in meinem Regal zu präsentieren, denn ich finde die wirklich gut. Aber bisher lese ich die aus der Bibliothek, deswegen eingeblendet. Ja, und wir haben halt eben die Ermittlungsgeschichte der Kate Buchholder. Was ich so cool an diesen ganzen Geschichten finde, ist, dass es nicht eine 0815 Ermittlungsgeschichte ist. Wir haben zwar Beweise, wir haben Gespräche mit Verdächtigen, wir haben eigentlich die ganz normale Ermittlungsarbeit, aber im Hintergrund läuft unglaublich viel Psychologisches ab, was ich so cool finde. Durch diesen psychologischen Touch entwickeln sich die Bücher ja in so einer Psycho-Thriller-Richtung. Und das finde ich richtig, richtig cool. Es sind die Abgründe der Menschlichkeit, die da drin gezeigt werden. Wirklich so die krassesten Situationen, die es gibt. Und ich habe mir in den ganzen vier letzten Bänden eine Frage gestellt, ob Linda Castillo ein Problem mit den Amischen hat. Könnt ihr das irgendwie mit mir nachvollziehen? Mir kommt es sehr, sehr vor, dass sie mit ihren Sitten und Gebräuchen und allem ein großes Problem hat, beziehungsweise das so ein bisschen halt als negativ darstellen möchte. Guckt mal, wenn man das so fanatisch verfolgt, dann passiert das. Wenn man das so, wenn man so lebt, dann könnte das passieren. Also wir haben ja schon sehr, sehr, sehr krass die Lebensweise der amischen Leute, die zu etwas Negativem führt, weil sie eben so leben, wie sie leben. Oder weil sie so denken, wie sie denken. Oder weil sie so glauben, wie sie glauben. Ich finde das unglaublich interessant, jetzt so ein bisschen über die Hintergründe von Linda Castillo mich mal zu informieren. Ich weiß sehr wenig über die Autorin, aber mich würde es echt interessieren, so ein bisschen so eine Bio auf Wikipedia oder sowas zu lesen. Hat sie amische Wurzeln oder so? Oder warum gerade die amischen Gemeinde sie sich ausgesucht hat als Grundlage für ihre Thriller-Reihe? Weiß nicht. Ich kann die auf jeden Fall nur euch sehr empfehlen. Also ich hatte das Gefühl bei Band 3, als ich da gewesen bin, dass es sehr gleichmäßig abläuft, aber beim Band 4 hatte ich das wieder nicht mehr. Es fing absolut anders an als die anderen Bände. Es war richtig, richtig cool beschrieben mit einem Prolog, der mich umgehauen hat und richtig, richtig coole Geschichte. Spannend bis zur letzten Seite. Ich habe mich gefreut, jedes Mal weiterzulesen. Ich fiebere auf Band 5, der leider immer verliehen ist, irgendwie, wenn ich in der Bibliothek bin. Aber ich habe noch genug andere Sachen zu lesen. Ist ja nicht so, als hätte man nichts zu lesen. Ich freue mich riesig auf auf den nächsten Band, denn ich fand die wirklich, Band 4 war richtig, richtig geil. Also Band 3 war richtig gut, hatte aber für mich so dieses, die Reihe wiederholt sich so ein bisschen. Aber Band 4 hat sie da richtig rausgehauen. Ich fand das Ende so wow, krass. Wirklich, ich kann euch jeden Band, den ich bisher gelesen habe, von den Vieren empfehlen. Und ich empfehle euch auch, wenn, und das finde ich halt sehr, sehr cool von der Autorin gemacht, in jedem Band wird
erklärt, warum Kate Burkholder sich so verhält, wie sie sich verhält, was sie in ihrer Vergangenheit erlebt hat, was sie zu dem macht, wie sie ist und in welchem Verhältnis die Leute miteinander stehen, sodass man praktisch quer einsteigen kann. Man kann jeden Band unabhängig voneinander lesen, denn man hat ja immer wieder diese Rückblenden, man hat immer wieder diese Erklärung, was Kate Burkholder früher erlebt hat und, und. Dazu macht natürlich die Reihe dann unabhängig voneinander. Also wir müssen nicht bei Band 1 anfangen, um den fünften zu verstehen. Ich finde es aber persönlich cooler, wenn man sie nach der Reihe liest, weil ich nochmal mehr den Bezug zu den Personen bekommen habe, die Entwicklung der Personen, die Konstellation nochmal besser verinnerlichen konnte, die Beziehungen untereinander besser verstehen konnte. Ich empfehle auf jeden Fall, bei 1 anzufangen und dann zu verfolgen. Aber wie gesagt, von der Autorin, dadurch, dass sie halt eben diese Sachen ausführlich nochmal beschreibt in den Bänden, was mich jetzt teilweise sagt, oh ja, das weiß ich doch jetzt mittlerweile, ist aber sinnvoll, wenn man halt die Reihe quer lesen möchte. Wenn man wirklich nur Bände lesen möchte, die einen interessieren, wenn man manche einfach überspringen möchte oder gar nicht interessiert, dann macht es natürlich Sinn, das in jedem einzelnen Band zu erwähnen. Kann euch aber, wie gesagt, die ganze Reihe empfehlen, fand ich toll. Ist auf jeden Fall ein Highlight für mich letztes Jahr gewesen und ich verfolge weiter die Reihe. Ist mittlerweile Band 10, glaube ich, erschienen. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann so ankommen, dass wenn der neue Band erscheint, ich dann direkt den neuen kaufen kann und direkt den neuen lesen kann, weil ich mich einfach echt darauf freue, auf den nächsten Band. Deswegen, ja, ich hoffe, dass ich Band 5 bald ausleihen kann und dann lesen kann, sodass ich dann vorankomme mit den Geschichten. Band 10 ist ja schon wieder von einer Weile erschienen. Das heißt, Band 11 ist bestimmt auch schon bald angekündigt. Ich muss mich ranhalten. Aber nee, ich mache mir jetzt da keinen Stress. Aber das wäre schon so mein Wunsch, dass ich so weit bin, dass ich halt gleich, wenn es erscheint, auch lesen kann. Aber ja, das war mein Wort zu dieser Reihe. Ich finde sie toll. Band 4 war wieder richtig spannend, richtig überraschend und richtig krass. Menschliche Abgründe sind schon abgründig. Krass. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen und ich hoffe, ihr feiert die Reihe genauso wie ich. Und ansonsten sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dann.